Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich weiß, ich habe lange nichts mehr zu World of Tanks gemacht, aber ich dachte mir, ich spiele mal bei dem 1.0er-Patch wieder ein bisschen. Und wir sind hier auf dem WZ111 1-4. Und sobald wir hier fertig sind mit Laden, geht's auch gleich los. Wie ihr wisst, versuche ich immer so ein bisschen zu gucken, wo jeder hinfährt, wo vielleicht jemand gebraucht wird. Und wo eventuelle Lücken in der Flanke sind. Und hier habe ich gerade angeguckt, dass das Laden noch gedauert hat, dass mein Rohr noch ziemlich eckig war am Anfang. Ja, mit dem 1.0er-Patch gibt es natürlich jetzt schöne neue Effekte, unter anderem den Schnee. Und was macht die Kamera hier? Was zur Hölle? Kamera. Jedenfalls, lass erstmal die Leute ein bisschen fahren. Wie gesagt, es gibt neue Effekte, wie zum Beispiel hier diese schönen Ketteneffekte, wenn man durch so ein bisschen mehr weichen Boden fährt sozusagen oder Schnee fährt. Es gibt neue Physikeffekte, wie ihr hier gerade schön seht. Und viele Karten wurden überarbeitet, unter anderem diese hier, Erlenberg. Die sah früher ein bisschen anders aus, gerade die Stadt und hier das Gebiet, wo ich mich befinde, war alles ein bisschen anders strukturiert. Aber da alle sich sehr nach links und rechts orientieren, dachte ich mir, ja, vielleicht gehst du mal in die Mitte. Wäre vielleicht ein bisschen besser, als hier gar niemanden in der Mitte stehen zu haben. Und ich muss ja mal ein bisschen erstmal die Map erkunden, da ich mich noch nicht so gut auskenne. Aber die sind für mich nicht erreichbar, beziehungsweise alles hinter dem Zeug am Laufen. Weswegen ich mir dann denke, okay, dann bin ich hier wohl unnütz und gucke lieber mal dort ein bisschen Richtung Norden, ob ich da was schießen kann. Zum Beispiel den Typ hier schwer. Ich glaube, ich habe nicht realisiert, dass der da oben rumfährt und ich den beschießen könnte, wenn der noch ein Stückchen weiter fährt, weil dort ist dann relativ viel Platz. Und sehr, sehr eben nach Norden. Ich versuche hier erstmal die Leute ein bisschen aus den, da hätte ich nämlich beschießen können, aus der Stadt zu kriegen. Was ich mir jetzt überlegt habe, mache ich vielleicht doch nicht, sondern kümmere mich lieber, dass der Typ 4 vielleicht nicht so weit nach Norden, Norden einfach so unbeschadet rumfahren kann. Allerdings wurde ich schon gesehen und ich weiß nicht, wo der Schuss hinging. Keine Ahnung. Kein blassen Dunst. Der kann eigentlich nur oben drüber geflogen sein und dann ist nirgendwo. So, jetzt wäre ich hier schon irgendwie von hinten beschossen oder von der Seite. Und da habe ich schon den nächsten gefunden. Und damit bin ich leider abgeprallt. Aber jetzt kann ich schön einzielen. Er wird von der Seite noch beschossen. Und da habe ich leider die Ecke getroffen. Aber anscheinend schießt die Artillerie auf mich. Wir haben nämlich eine gegnerische Artillerie, was natürlich nicht so cool ist. Ich habe zwar so weit neben mich getroffen, dass ich keinen Schaden gekriegt habe, aber meine Besatzung ist betäubt, was natürlich trotzdem nicht geil ist. Und jetzt dachte ich mir, gut, dann verziehe ich mich lieber, ne? Weil Artillerie schießt auf mich. Keine so gute Option, da dort stehen zu bleiben. Außerdem gibt es hier eben der Stadt auch was zu tun. Panzer 58, beziehungsweise die Bulldogge wäre vielleicht ein Ziel, da der WZ ungünstig rausfährt und einen Treffer nach dem anderen kassiert. Muss ich ihm nochmal ein bisschen helfen. Die Bulldogge ist natürlich gefundenes Fressen. Bam! Halbes Leben weg oder ein Drittel. Was natürlich den Stand ein bisschen ausgleicht. Inzwischen ist allerdings, wie ihr schon seht, im Südosten ein Panzerjäger durchgefahren. Auf der Nullerlinie, was natürlich ziemlich kacke ist. Die Bulldog fährt hier weg und scheint mich irgendwie in stehende Kanonen reinzulotsen, worauf ich natürlich gar keine Lust habe. Deswegen denke ich mir, okay, dann nehme ich mal wieder das Objekt und den Typ da oben vor. Also, ne? Scheint ja besser zu funktionieren. Und jetzt habe ich hier schön die Seite, zack, wieder eingegeben. Wenn sie da stehen bleiben, kann ich sie schön beschießen. Der kommt auch gerade vorgefahren, während ich einziehe. Zack! Jetzt bin ich erst offen. Der erste Schuss war sogar sozusagen unentdeckt. Oh, der Typ 4 zielt aber auf mich. Was von dem Winkel, ne, er schießt von oben, nicht gut ist. Da er einfach durch meine Panzerung durchkommt. Ich habe versucht, den Schuss ein bisschen rauszubaiten, dass er zu früh schießt. Aber er kommt natürlich voll durch mit 600 Schaden. Das tut halt weh und ich habe dort keine gute Option reinzuschießen. Da steht aktuell 9-7. Das sieht nach einem Sieg aus, da wir die 1- und 2er-Linie zumindest erobert haben. Das sieht eigentlich relativ safe aus. Gerade da wir auch die Mitte der Karte beherrschen.
Allerdings wird das nicht so bleiben. Es steht schon 9:9, wie ihr gerade bemerkt habt. Das ging relativ schnell. Die Bulldog, die da weggekommen ist, die hat wohl noch jemanden zerstören können. Die steht halt so drüben. Das pinkt das Skoda uns gerade an, aber dort kann ich halt nicht sinnvoll hingucken, weil ich sonst wahrscheinlich aus Stellen beschossen werde, die ich nicht haben möchte. So, da ist wieder jemand auf dem offenen Gelände. Und ich versuch's, aber ich habe nur die Ketten getroffen. War halt nicht gut eingezielt. Ich muss also langsam mal Richtung unseren Cap, da dort die Situation eng wird. Jetzt bin ich aufgedeckt. Wahrscheinlich irgendwie von Bulldog oder sowas. Oder sowas ähnlichem. So, gucken wir mal hier. Nee, schon weg. Und der Typ kommt gerade rum. Jo, jetzt werden wir nämlich schon gecapped. Und ein Zehner lebt bei denen noch, bei uns nicht mehr. Ich bin jetzt das Top-Tier, was von uns noch lebt. Es gibt keinen Zehner mehr, der noch lebt. Aber wir haben noch zwei Panzerjäger und einen schweren Panzer, der irgendwie rumsniped. Müsste ein Löwe sein oder sowas, ne? Ne, Tiger 2. Der hat zumindest die Genauigkeit der Kanone, dass das funktioniert. Wir müssen natürlich aufpassen, ob sie von Norden angegriffen werden, ihrer Stellung. Die Panzerjäger hätten sie einfach in Position bringen sollen. Ich hätte schon aufgedeckt. Aber die sehe ich gerade, dass die halt immer noch die Gegend tüdeln und fahren. Hier, das Objekt habe ich jetzt noch hier von hinten. Und damit ist das Objekt weg. Das war der generische Tier 10 Panzer, der noch existierte. Und wie gesagt, das Objekt habe ich aufgedeckt. Und ich hatte mir noch nicht realisiert, dass ich neben ihm stehe. Er ist dann wieder auch gekettet. Damit hier die Panzerjäger weiter drauf schießen können. So, es steht 11:11. Es ist immer noch nicht entschieden, wie das ganze Ding hier ausgeht. Wir haben noch einen ziemlich dicken Typ 4 vor uns. Zwei Panzerjäger und den fast toten, die fast tote Bulldogge. Na, es ist also angesagt, ein bisschen Bewegung, wenn ich hier noch weiter aufdecken will. Da ist zum Beispiel die Bulldogge. Und hier nicht stehen bleiben sollen. So, jetzt bin ich natürlich offen. Wenn ich hier stehen bleibe, wird mich der Typ hier erwarten. Ist also eine dumme Idee. Und da ist er auch schon. Und können wir fast in Popo schießen, hat er aber doch nicht geschafft. Ja, das wurde schon mal Ferdinand. Das hat der Skorpion irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass der dort kommen könnte. Und der Typ 4 fährt ganz außen rum. Ich will natürlich, dass er in die Schusslinie meiner Verbündeten fährt, die auf der K-Linie stehen. Ne? Deswegen ziehe ich mich zurück, dass er möglichst um die Ecke gefahren kommt und von mehr als nur mir beschossen werden kann. Ich will nicht 1 gegen 1 gegen ihn kämpfen, ich will ausnutzen, dass wir noch 3 weitere in Schussreichweite haben. Mir ist bewusst, dass noch was steht. Aber das kann ich nicht auf mich schießen, so einfach. Deswegen fahre ich hier ein bisschen rum, dass ich dann möglichst da stehe, dass ich ihn sozusagen rausdrücke. Ich gucke hier nochmal kurz. Ferdinand ist noch nicht näher rangekommen. Okay. Dann kann ich hier rumfahren. Und ihn aufmachen für meinen Panzerjäger und meinen Tiger 2. Hoffentlich. Ich dachte, hier wäre ich links, aber da ist er nicht mehr. Oder? Also ich gucke hier gerade, weil dort war er ja zuletzt. Mich wundert, dass er jetzt hier nicht aufgeht. Und ich bin gerade ein bisschen unklar, wo er hingefahren ist. Deswegen bleibe ich einfach mal stehen. Ich meine, so schnell ist ein Typ 4 nicht. Der muss hier irgendwo stehen. Und hinter mir ist gerade ein Baum umgefallen. Das habe ich, glaube ich, in dem Moment gar nicht gesehen. Aber damit ist er natürlich genau zwischen mir und meiner Unterstützung. Dafür fresse ich nochmal ein, aber eigentlich müssten die beiden da hinten ihm ordentlich einschenken können. Genau, da passiert es nämlich schon. Da wird er von hinten beschossen. Er ist mir also eiskalt hinterhergefahren. Aber ich bin nicht durch den Panzer gekommen, aber der Popo ist halt weicher als die Front. So, 13:12. Ich mit zweimal Unterstützung gegen zwei Panzerjäger. Und die müssten beide voll sein. Einen davon hat 5 Kills, habe ich jetzt erst realisiert. Damals in dem Gefecht nicht. Und das tut weh. Der Ferdinand. Und der Skorpion. Das war gegnerische Skorpion. Der hat mir gerade noch einen Abpraller auf die Kette gegeben. Aber der Ferdinand ist natürlich sehr angenehm. Dass er dort beschossen werden kann wieder von meinem Team. Und er macht einen Fehler, er fährt um die Ecke und verschießt. Und um die Ecke fahren ist natürlich eine ganz dumme Idee, wenn du nach vorne kommen kannst zwischen zwei Gebäuden. Da ist natürlich dann kein, oder? Schiebt mich einfach dahinter und sagt, nee, du drehst nicht mehr. Den habe ich einfach aufgebockt und der bleibt da stehen. Ob er will oder nicht. Das war also sein Fehler, er hätte das Spiel haben können und uns nur der Skorpion, der schon fast tot ist.
Also wirklich, der, immer ich der Meinung, der Ferdinand war hier zu killgeil und hat gerade den Sieg weggeworfen. Dadurch, dass er nämlich so nah an mich rangefahren ist. Wäre der so stehen geblieben, dass sowohl ich und meine Unterstützung ihn nur von vorne treffen können, wäre das, glaube ich, sehr, sehr schwierig geworden und er hätte sehr gut austeilen können und unter Umständen das Spiel noch rumreißen können. Aber da habe ich, ja, seinen Fehler ausgenutzt, dass er dort verschossen hat. Er wollte halt mich mit meinen 102 HP töten, so schnell wie möglich. Hat ihm das die Runde gekostet. So, das war's mit dieser Runde. Ich danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.